super! Ja, super! Ja, super, Tisa! Yeah! Ja, mega geil! Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ihr seht jetzt mal ein bisschen was von unserem Winterurlaub mit Caesar zusammen. Ihr seht, er pennt schon, er ist einfach mega kaputt. Der ist krass müde, weil wir einfach viel mit ihm gemacht haben. Unser Tag fing eigentlich in der Regel an mit Schlittenfahren. Da durfte Caesar uns ziehen. Dazu seht ihr jetzt auf jeden Fall coole Videos. Haben verschiedene Strecken gehabt. Mal eine Strecke komplett durch den Wald, mal an einem Waldrand vorbei, mal den Berg runter, und ihr müsst euch gar keinen teuren Schlitten kaufen oder so. Das Einzige, was ich euch empfehle, ist ein Holzschlitten und dann am besten vorne noch mit so einem Querbalken. Damit ihr die Leine befestigen könnt, macht das natürlich mit einem Zuggeschirr. Und sorgt dafür, dass das irgendwo so ein bisschen bergab geht. Das muss nicht arg bergab gehen, sondern nur ein bisschen. Dann habt ihr auf jeden Fall schon eine Menge Spaß. Da kann ich auf jeden Fall einen Hund gut ziehen. Also ich wiege jetzt knapp 95, 96, 97 Kilo. Und Caesar hat es ohne Probleme geschafft, mich da wirklich den Berg runterzuziehen. Auch eine längere Strecke. Das waren jetzt nicht nur so 50, 60, 70 Meter, die er mich gezogen hat, sondern da kam schon, lass mich nicht lügen, bestimmten Kilometer fast schon zusammen am Tag, wo einfach nur ziehen durfte im Schnee. Das war eigentlich nur unsere Morgeneinheit. Abends oder nachmittags ging es dann mehr Richtung ins Wandern, durch den Wald, durch offene Felder, wo einfach viel Schnee lag. Das hat er einfach genossen, da konnte er rumrennen. Ich bin mit ihm ab und zu einfach nur hoch und runter gerannt, so dass er einfach ein bisschen auch ausgelastet war und ausgepowert wurde. Wir haben Verstecken gespielt. Wir haben so viel gemacht. Und für jeden, der wirklich einen Husky hat, das kann ich ihm nur einfach ans Herz legen. Macht es einmal im Jahr. Nehmt die Chance und fahrt dann in den Süden, in die Berge und genießt es einfach. Ihr merkt, euer Hund, der blüht nochmal komplett neu auf. Also bei Caesar war der erste Tag mega, mega anstrengend. Also der war so, oh mein Gott, Schnee, was soll ich machen? Hier ist ein Haufen, da ist ein Haufen, da muss ich reinspringen, da muss ich buddeln, da muss ich durchrennen. Also das war wirklich verrückt. Also den hast du den ersten Tag nicht tot bekommen. Das hat man auch dann abends jetzt bei uns im Hotelzimmer gemerkt. Der war noch extrem aufgedreht. Wir hatten zum Glück ein richtig tolles Hotelzimmer gehabt, mit Balkon, mit einem zweiten Balkon, wo einfach nur Schnee noch drauf lag. Der Besitzer hier von dem Hotel, der kennt uns und hat uns natürlich schon ein ganz cooles Zimmer auch mitgegeben, wo einfach viel Schnee einfach noch drauf liegt, und da konnte Caesar viel spielen auch. Da konnte man ihn einfach ein bisschen freier rumlaufen lassen. Hier haben wir ihn jetzt gar nicht ohne Leine rumlaufen lassen, einfach weil es sehr, sehr viele Rehe hier gibt und sehr viele Rehspuren, und das hat man dann auch gemerkt beim Schlittenfahren. Er ist den Rehspuren hinterher gerannt, mehr als alles andere. Da war es schwer, ihn auch zu kontrollieren. Deswegen war er an der Schleppleine, sonst wäre er auf jeden Fall auf Rehjagd gewesen. Beim Wandern war er natürlich auch an der Schleppleine. Grund natürlich die Rehe, zweiter Grund natürlich auch einfach, du hast viele Menschen, die dir auch entgegenkommen. Und die haben dann auch Hunde oder so, und dann hast du ihn einfach ein bisschen besser unter Kontrolle und im Griff. Falls du mal Lust hast, was anderes zu machen mit deinem Hund, mach einfach mal ein paar kleine Suchspielchen. Caesar haben wir beigebracht, such die Mama, such den Papa. Und dementsprechend hat er uns dann im Wald gesucht und uns dann auch gefunden. Das lastet ihm vom Kopf auf jeden Fall eine Menge aus und gibt ihm auf jeden Fall eine Aufgabe. Versucht eure Spaziergänge so ein bisschen kreativ zu halten. Wir haben das ganz gut jetzt eigentlich hinbekommen im Urlaub, also wirklich mit Schlittenfahren, mit durch den Schneerennen, mit Wandern, mit Suchspielchen. Wir haben auch Suchspiele im Schnee gemacht, das seht ihr in dem nächsten Video, wo wir einfach Sachen, Leckerlis in Schnee versteckt haben oder Käse versteckt haben. Und er musste es dann suchen und hat dann angefangen, so ein bisschen zu buddeln, und das ist auf jeden Fall mega cool, und ihr lastet den Hund richtig gut vom Kopf aus. Also
Das kann ich nur weiterempfehlen. Macht das. Wirklich jeder, der einen nordischen Hund hat, geht raus und genießt die Zeit im Schnee. Wenn du den Schnee nicht magst, dann hol dir bitte auch keinen nordischen Hund, weil der braucht das auf jeden Fall einmal im Jahr, am besten das ganze Jahr über. Aber das kann man halt nicht immer alles so ermöglichen. Eine Sache, die noch so einen Nebeneffekt hatte, Caesar ist das mal richtig sauber geworden, wenn es so oft regnet oder so und es einfach ein bisschen schlammig ist, dann bleibt doch so ein bisschen Dreck im Fell drin und durch den Schnee wird es auf jeden Fall sauberer. Und was noch ein ganz toller Nebeneffekt ist, ist eigentlich, sein Fell ist nochmal richtig weich geworden, es ist so ein richtiger Plüschbär geworden. Und wenn ihr euren Hund richtig auslastet, dann habt ihr auch am Ende des Tages so einen kaputten Hund und dann könnt ihr mit dem eigentlich alles machen, was ihr wollt. Ich kann mich jetzt hier hinlegen, Caesar kuschelt total ungern, aber er lässt das jetzt alles zu, der ist mega müde, lässt sich kraulen. In der Regel wird es ihm dann natürlich recht schnell zu viel, auch zu warm, jetzt passt es aber noch alles bei ihm. Also ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast so ein paar Eindrücke bekommen bei uns jetzt aus unserem Urlaub und hast vielleicht dazu die Motivation gewonnen, wenn du den Husky holst oder vielleicht schon Husky hast, einfach mal einen Winterurlaub mit dem Husky zu machen und einfach auch mal in die Kälte zu fahren. Falls das Video gefallen hat, lass ein Like da, kommentiere uns. Falls du Videowünsche hast, ganz wichtig, hier unten kommentieren, dann weiß ich auch Bescheid, was ihr so braucht. Das ist oft, für mich ist vieles immer recht selbstverständlich, weil ich das irgendwie gemacht habe mit ihm. Aber dann kommen oft so Fragen, ja, wie hast du das gemacht oder so. Einfach schreiben, traut euch. Sonst über Instagram schreiben. Da könnt ihr natürlich auch weitere Schneevideos finden von Caesar. Da findet ihr nochmal Videos mit meinem Schlitten. Die komplette Strecke, die wir vielleicht mal gefahren sind oder so. Einfach mal ungecuttet im Schnelldurchlauf. Da seht ihr mal, was er wirklich an Tempo gemacht hat und einfach wie viel Strecke er gemacht hat. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt uns auf Instagram. Hier unten seht ihr es, Husky Caesar. Und sonst bis zum nächsten Video. Ja, das bist du.